Wir sind Weihnachten. Kommt endlich rein, rief Frau Fischer ihren beiden Söhnen zu. Normalerweise sind Kinder traurig, wenn es am Heiligen Abend keinen Schnee gibt. Nur ihre beiden Söhne, Max und Anton, nicht. Die freuten sich unglaublich, dass sie bei diesem Wetter noch auf die grünbraune Wiese hinter ihrem Haus gehen konnten. Denn sie taten nichts lieber, als mit ihrem FC Bayern Fußball zu spielen. Dieser war aufgrund des mittlerweile dreijährigen Dauergebrauchs allerdings schon arg ramponiert. Doch nun war es kurz nach Mittag und Frau Fischer wollte offensichtlich in den besinnlicheren Weihnachtsnachmittag übergehen. Die beiden Jungs gingen mit hochrotem Kopf und verschwitzten Haaren zum Haus. Plötzlich sagte der 8-jährige Max zu seinem 2 Jahre älteren Bruder: Du Anton, was schenken wir Mama und Papa eigentlich heuer zu Weihnachten? Wie vom Blitz getroffen blieb Anton stehen. Er starrte seinen kleinen Bruder entsetzt an. Oh Mann, was für ein Mist! Wir haben kein Geschenk! Wieso sagst du das denn nicht früher? Ich habe gedacht, du kümmerst dich drum, antwortete der kleine Bruder. Was sollten die beiden nur tun? Jetzt hatten sie doch tatsächlich vergessen, ihren Eltern ein Geschenk zu besorgen. Aber nun war es auch schon zu spät, zu einem Geschäft konnten sie nicht mehr. Unter einem scheinheiligen Vorwand zogen sie sich in ihr Zimmer zurück, legten den ledierten FC Bayern Ball in die Ecke und dachten angestrengt nach. Sie überlegten und überlegten. Anton vergrub sein Gesicht in einem Kissen, um besser denken zu können. Max dagegen ging nervös im Zimmer auf und ab. Die Uhr tickte. Ich hab's, stieß Max auf einmal hervor. Er stürmte zur Zimmertür hinaus, um dann kurz danach mit einer Rolle Geschenkpapier wiederzukommen. Anton blickte seinen Bruder fragend an. Vertrau mir, grinste er. 2 Stunden später erklang Weihnachtsmusik im Wohnzimmer der Fischers. Die Kerzen am mit roten und weißen Kugeln geschmückten Weihnachtsbaum brannten. Die 4 Fischers saßen auf ihrem Sofa und sangen fröhlich Weihnachtslieder. So, dann schauen wir mal, was für tolle Geschenke uns das Christkind heuer gebracht hat, schlug die Mutter vor. Bitte packt zuerst unser Geschenk für euch aus, rief Max und deutete auf eine durchaus individuell eingewickelte und mittelgroße Schachtel. Frau Fischer ergriff sie, setzte sich neben ihren Mann und löste behutsam das Papier. Was würden sich ihre Jungs für sie ausgedacht haben? Zusammen mit ihrem Mann öffnete sie die Schachtel und konnte nicht glauben, was sie da sah. Sie fasste hinein und nahm den Gegenstand heraus. Auf der Stirn ein großes Fragezeichen. Denn Frau Fischer hielt in ihrer Hand einen aufgrund des dreijährigen Dauergebrauchs doch schon arg ramponierten FC Bayern Ball. Fragend blickten die Eltern ihre Söhne an. Wisst ihr, sagte Max, wir wollten euch etwas ganz Besonderes schenken. Etwas, das euch zeigt, wie lieb wir euch haben, ergänzte Anton. Etwas, das euch zeigt, wie wichtig ihr uns seid, fügte Max hinzu. Und deswegen schenkt ihr uns euren alten ramponierten Ball, fragte ihr Vater mit gerunzelter Stirn. Genau, rief Anton, schließlich ist das unser allerliebstes und allerwichtigstes Spielzeug. Und wie könnten wir euch besser zeigen, wie gern wir euch haben, als wenn wir euch unser größtes Heiligtum schenken? Die Eltern schauten immer noch abwechselnd zwischen dem alten Ball und ihren Kindern hin und her. Plötzlich begannen sie aus vollem Herzen zu lachen. Sie nahmen ihre beiden Söhne in die Arme und drückten sie ganz fest. Oh, ihr Schlawiner, lachte Herr Fischer. Dem natürlich, wie seiner Frau, sofort klar war, dass das eher ein improvisiertes Geschenk war. Da habt ihr ja wohl aus der Not eine Tugend gemacht. Aber ich muss schon sagen, die Begründung für euer Geschenk ist das Liebste, was ich jemals gehört habe, meinte Frau Fischer und musste sogar 1 bis 2 Tränchen verdrücken. Anton schaute glücklich zu seinem Bruder und nickte ihn anerkennend für diese tolle Idee zu. Na ja, Jungs, dann dürft ihr auch mal eure Geschenke auspacken, grinste der Vater schelmisch. Das ist für euch beide gemeinsam. Max und Anton griffen nach dem Weihnachtspäckchen, dessen Größe ihnen irgendwie bekannt vorkam, und rissen die Verpackung ungeduldig auf. Mit strahlenden Augen nahmen sie den Inhalt des Päckchens heraus. In ihren Händen hielten sie einen nagelneuen FC Bayern Fußball mit sämtlichen Unterschriften der Spieler. Das ist ja der Hammer! Vielen, vielen Dank! Riefen sie wie aus einem Munde und fielen nun ihrerseits ihren Eltern um den Hals. Wir haben uns gedacht, nachdem ihr mit dem bisherigen Ball 3 Jahre fast Tag und Nacht gespielt habt, wird es mal Zeit für einen neuen, lächelte die Mama.
Und mit dieser Idee haben wir wohl voll ins Schwarze getroffen, sonst würdet ihr ab morgen gar nicht mehr Fußball spielen können, ergänzte der Papa augenzwinkernd. Vollendet wurde das Glück von Max und Anton noch, als sie die zwei kleineren Geschenke ausgepackt hatten, denn der jüngere Bruder bekam ein Trikot von Joshua Kimmich und der ältere eines von Thomas Müller, die sie natürlich sofort anzogen. Und mit leuchtenden Augen sagte Max, das sieht man mal wieder, wir Fischers, wir sind nicht nur wir sind auch Weihnachten.